Willkommen in der Technik-Videowelt. Euer Google Pixel 4 lädt nicht mehr. Und zwar entweder per Kabel oder aber kabellos. Was ihr dann tun könnt, zeigen wir euch in diesem Video. Bis gleich. So, heute wollen wir uns mal angucken, weswegen das Google Pixel 4 nicht mehr lädt. Wie könnt ihr das feststellen? Ganz einfach, ihr nehmt eben euren ganz normalen Stecker und steckt den einmal hier rein und schaut danach, ach tatsächlich, es funktioniert nicht. So, wenn das eben nicht funktioniert, dann solltet ihr, sofern ihr die Möglichkeit habt, als zweites einen Wireless Charger nehmen. Das ist jetzt hier so ein sogenannter Key Charger und damit könnt ihr das eben kontaktlos aufladen. Und ich lege das jetzt hier mal drauf und stelle fest, es passiert nichts. Das ist deswegen für mich wichtig, weil ich nämlich dadurch feststellen kann, dass es gerade was tatsächlich mit dem Lademodus nicht stimmt. Denn es könnte ja durchaus sein, dass hier was mit dem Anschluss nicht stimmt, mit dem Kabel nicht stimmt. Aber dieser Wireless Charger, der hat ja mit diesem Anschluss und mit dem Kabel hier gar nichts zu tun. Also er lädt hier tatsächlich auch nicht auf. Was machen wir dann? Das, was zu 99,9% hilft, ist ein sogenannter Soft Reset. Wir drücken hier rechts oben auf die Taste, auf die Ausschalttaste. Und lassen hier einmal komplett gedrückt. Wir drücken also nicht auf Ausschalten, nicht auf Neustarten, sondern lassen hier einfach gedrückt. Und zwar so lange, bis das Display sich einmal komplett ausschaltet. Und dann das Gerät sich einmal neu einschaltet. Google zeigt sich an. Aha, super. Und Google startet jetzt eben mit dem ganz normalen Bootvorgang. Und nachdem dieser Bootvorgang abgeschlossen ist, müssen wir jetzt hier einmal die SIM-PIN eingeben. Das mache ich jetzt mal. Und dann einmal, wenn ich das Ganze entsperre, die PIN des Gerätes. So, jetzt ist das Ganze soweit gestartet und was mache ich als erstes? Ich lege das hier wieder drauf und stelle fest, dass das auf einmal auflädt. Das heißt, ich kann hier ganz normal 41%, es lädt also auf, super. Das heißt, tatsächlich, das Problem lag eben hier in diesem speziellen Fall daran, dass eben ich Probleme hatte mit der Software, die eben dafür sorgt, dass das Gerät aufgeladen werden kann. So, jetzt legen wir mal den Key Charger mal weg. Wir wissen also, aha, diese Funktionalität klappt. Jetzt nehme ich wieder mein Kabel, was ich eben vorher auch hatte, und stecke das einmal hier dran und stelle fest, es funktioniert immer noch nicht. Okay, also kann es jetzt vielerlei Ursachen haben. Eine ganz einfache Ursache könnte zum Beispiel sein, dass hier die Anschlüsse vielleicht etwas verdreckt sind. Also einmal kräftig durchpusten. So, und dann einfach nur vielleicht nochmal mit einer trockenen Zahnbürste oder sowas da einfach nochmal rangehen und das einfach mit einer trockenen Zahnbürste dann einmal komplett sauber machen. Und dann nehmt ihr nochmal euer Kabel und schließt das Ganze an. Also drückt jetzt einmal hier rein und wir stellen fest, es funktioniert wieder nicht. Okay, nächste Möglichkeit. Wir haben ja gesehen, der Lademodus funktioniert. Also nehmen wir mal ein anderes Kabel. Ich nehme jetzt mal einfach mal ein anderes Kabel und schließe dieses andere Kabel eben auch mal an. So, jetzt habe ich hier ein anderes Kabel, sieht fast genauso aus. Und stecke jetzt mal dieses Kabel hier an und stelle dann fest, aha, es kommt ein Ton und tatsächlich, es lädt jetzt ja auch hier auf. Das ist super. Das bedeutet also, letztendlich lag es in diesem speziellen Fall an dem Kabel. Und das Blöde an USB-C ist ja, auch wenn alle Stecker irgendwie gleich aussehen, es ist eben mitnichten so, dass jeder Stecker irgendwie kompatibel ist. Man kann eben nicht mit jedem USB-C-Stecker zum Beispiel ein MacBook aufladen oder so. Das funktioniert also leider nicht. Wenn ihr also das Problem habt, geht immer diese Schritte durch. Erstmal das normale Kabel ausprobieren. Dann guckt ihr nach, ob eben der Key Charger funktioniert. Wenn der Key Charger auch nicht funktioniert, dann macht ihr einen Soft Reset. Nach dem Soft Reset wieder den Key Charger ausprobieren. Wenn das klappt, super. Und dann im Zweifel eben das Kabel austauschen bzw. hier sauber machen, damit ihr sicher sein könnt, dass das Gerät auch auflädt. Und damit sollten eure Ladeprobleme beim Google Pixel 4 gelöst sein. Ihr wollt noch mehr Videos zum Google Pixel 4? Gar kein Problem. Ich habe euch eine komplette Playlist verlinkt, die findet ihr hier oben und unten in der Videobeschreibung. Dort sind alle Videos zum Google Pixel 4, damit ihr zum Google Pixel 4 Experten werdet. Habt ihr ansonsten das Gefühl, dass ein Video fehlt? Fehlt euch noch irgendwas? Dann schreibt mir auch unten in die Kommentare mit einer Idee, was für ein Video ich noch machen könnte. Und wenn ich dieses Video dann mache, dann verlinke ich auch euren Namen und euer Profil in diesem Video. Ist das nicht cool? Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare über YouTube. Wir lesen und beantworten fast alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.